herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass ihr da seid. Ich habe hier eine kleine Bestellung und zwar von der lieben Shiny. Shiny Diamond Painting. Und da ist ein Bildchen drin, was ich gerne so schnell wie möglich irgendwie legen möchte. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Wir holen es mal gerade raus. Ich hatte euch ja von Shiny den Fuchs, den Fuchs Findus vorgestellt. Und ja, jetzt halt noch ein Bildchen von ihr aus dem Shop. Und das, wie gesagt, möchte ich auch gleich den Anfang zulegen. Also im Kitting abmachen und dann auch direkt loslegen. Ich hole mal raus. Es ist nämlich noch ein anderes mit drin. Viele werden es kennen. Wenn sie das eine sehen, dann werden sie denken, ah ja, und das andere auch. Aber das stelle ich euch vielleicht mal ein andermal vor oder je nachdem. Ja, hier, es geht um das süße Einhorn. Ich glaube, das heißt Blue. Es ist quadratische Steinchen. Hier ist die Bildnummer und es ist 40x40. Hier steht noch Let It Shine, ihr schöner Slogan. Und das, wie gesagt, wollte ich kurz mit euch mal anschauen. Versand war ratzfatz, also wirklich super schnell. Ja, und die Bilder waren auch ratzfatz ausverkauft. Ja, ich habe es durch Zufall gesehen und habe zugeschlagen. So, hier seht ihr es mal in etwas größer. Oh, wie süß. Also ein Einhorn habe ich ja noch nicht. Das muss ich euch sagen. Ich habe kein Einhorn. So, dass das hier so ein bisschen wellig ist, das ist nicht schlimm. Das legt sich alles. Das wird alles wieder glatt. Zumindest war es bei mir bis jetzt immer so, dass ich das von selbst so glatt gelegt hatte wieder. Wenn es bei euch nicht der Fall ist, könnt ihr das ja ein bisschen beschweren und dann damit sozusagen glatt bügeln. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte damit noch keine Probleme. So aufrollen tut ihr es bitte nur, wenn ihr gegossenen Kleber habt. Denn die Folie, also wenn ihr Folie drauf habt und keinen gegossenen Kleber, dann wird sich die wahrscheinlich lösen. Aber damit habe ich auch keine Erfahrungen, weil ich habe bis jetzt nur gegossenen Kleber gehabt. Ja, und hier ist Blue. Wie süß. Ich mache gerade mal die Folie ab, weil wir haben hier ein bisschen Luft drin. Die Folie sitzt da ein bisschen stramm. Aber das ist nicht schlimm. Wenn ihr da die Folie löst und einfach wieder drüber zieht, sachte, dann legt sich das schön. Ich gehe gerade nochmal mit den Fingerchen drüber. Und dann hole ich noch kurz diesen, wie nennt sich das? Schieber. Den Schieber. Und dann ziehe ich es noch mal kurz raus, dass die Blasen wirklich relativ gut draußen sind und meine Folie gut drauf liegt. Hier habe ich mir jetzt eine Welle reingemacht. Da gehe ich einfach noch mal hin, ziehe es ab und schiebe es mir noch mal. So. Und seht ihr, so könnt ihr das dann einfach handhaben.
und eure Leinwand ist wieder tipptopp. Ja, ich bin mal gespannt. Ich wollte eigentlich auch den Fuchs relativ zügig painten, aber dann kam das Einhorn. Und ich weiß nicht wieso, aber das hat mir jetzt gerade so gut gefallen. So wie es guckt und einfach so, so süß. Und deswegen muss es dran glauben. Ja, ihr bekommt bei der lieben Shiny noch ein Toolkit mit dazu. Und dort ist mit drin, also alles, was ihr eigentlich zum Starten braucht, einmal ein Schiffchen, ein schönes. Dann haben wir... Einmal eine Pinzette. Ich muss gucken, wie ich es euch zeige, da bei mir die Sonne so schön reinscheint. Aber ich wollte das jetzt auch nicht mit Rollos zumachen, weil sie ja gerade mal da ist, die Sonne. Ein Stiftchen mit einem Einzelaufsetzer und Mehrfachaufsetzer. Und zwar, ich glaube, ein Vierer und ein Siebener. Die schön, also die mag ich ganz gerne, die sind schön schmal, die sind wirklich toll. Und für den Stift noch so ein Fingerschutz, ein Squishy, den ihr euch hier drüber schieben könnt. Ja? Und dann haben wir noch ein Döschen mit blauem Wachs. Das ist super. Seht ihr, ein bisschen dicker der Wachs. Upala. Denkt dran, dass ihr die Schutzfolie abzieht, bevor ihr mit dem Stift sozusagen reinpiekst. Denn so funktioniert es nicht. Muss schon einmal ohne Schutzfolie sein. Aber das wisst ihr bestimmt. Ich finde es auch super, dass das in so einem Döschen kommt, denn ich finde, dadurch hält das Ganze ein bisschen länger. Vielleicht ist das auch eine Einbildung, ich weiß es nicht, aber ich finde schon, wenn ich den Wachs in einem Döschen habe, was ich wieder verschließen kann, hält er sich für mich empfunden länger. Ja, also ein schönes Toolkit habt ihr zum Starten mit dabei. Und dann bekommt ihr noch einmal eine Sticker-Legende. Die habt ihr einmal hier. Diese Sticker sind schon vorgestanzt, dass ihr das einfach nehmen könnt und auf eure Döschen oder Aufbewahrung kleben könnt. Die Sticker-Legende ist wie folgt aufgebaut. Ihr habt einmal diese laufende Nummer, dann euer Painting-Symbol und die DMC-Nummer. Dann haben wir auf der Legende nochmal ihren Spruch, Let it shine. Genauso wie ein Bildchen, was ihr euch ausschneiden könnt für euer Journal oder, je nachdem, wie ihr das verwenden möchtet. Und nochmal die Bildnummer, genauso wie die Größe. Hier unten habt ihr nochmal, wie Diamond Painting funktioniert. Und ich finde, es schaut doch wirklich goldig. Was ich auch ganz toll finde, da bin ich wirklich gespannt, wie das rauskommt, ist, dass das Horn so in Regenbogenfarben ist. Also, wirklich süß. Ja, wie gesagt, ich habe sowas noch nicht und deswegen musste es einziehen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gerade mal zur Leinwand. Also, wir haben eine schöne, flauschige Leinwand. Ich finde, die erinnert an, ja, von den Kindersachen, an diesen kleinen, feinen Niki-Stoff. Sehr schön, sehr angenehm. Ihr habt einen abgesteppten Rand. Hier oben ist nochmal ihr Leitspruch, Let it shine.
Und wir haben einmal rechts ein kleines Vorschaubild, genauso wie die Bildnummer und die Größe. Und dann habt ihr natürlich hier nochmal diese laufende Nummer, euer Painting-Symbol und die DMC-Nummer. Wir haben insgesamt 60 Farben und wir haben 3 AB und 3x Fairy Dust. Sehr, sehr schön. Und schaut euch bitte mal diesen Druck an. Der ist doch wirklich glasklar. Und zwar überall. Auch hier bei diesen hellen Symbolen, bei den dunklen Symbolen. Ihr habt ein super leichtes Raster mit dabei. Aber das wird alles abgedeckt von den Steinchen. Und wie gesagt, hier auf das Horn, da bin ich ja wirklich gespannt. Wenn das so schön rauskommt, wie ich mir das vorstelle. Toll. Ja, dann haben wir auf der linken Seite auch nochmal die komplette Legende. Und unten an dem Bild haben wir nochmal ihr Social Media, genauso wie ihre Seite, wo ihr die Bilder auch bestellen könnt, und ihr YouTube. Super schön. Ja, dann haben wir hier die Steinchen. Wir haben Harzsteine. Und es sind mir ein paar ausgebüxt. Aber das ist nicht schlimm. Die Farben kann man zuordnen, aber es sind auch genug von allen normalerweise immer in den Tütchen drin. Wenn ihr jetzt mal schaut, es sind wieder verschließbare Beutelchen. Es ist auch, soweit ich sehe, sortiert. Genau, nach der laufenden Nummer. Sehr schön. Und hier habt ihr draufstehen einmal die Bildnummer, die Größe, die laufende Nummer, Fairy Dust, DMC-Nummer und die Steinchen-Grammzahl. Sehr, sehr schön. So, dann schauen wir mal kurz. Ich glaube, hier ist einer rausgehüpft gerade. Ja. Die sortiere ich aber dann nachher alle später ein. Ich lasse die immer meistens in der Tüte dann drin. Und dann sortiere ich sie ein. Muss ich gerade mal gucken, wo ich es rausgenommen habe. 50, ja. So, ich würde sagen, dann hole ich gerade mal die ganzen Farben raus. Und dann schauen wir sie uns einfach an. Das könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerne überspringen. Nur ich weiß, dass viele die Steinchen halt gerne direkt da sehen wollen, wenn sie den Job so noch nicht kennen. Und deswegen zeige ich es euch einfach in die Kamera und sage euch die Nummer dazu. Ich hoffe, jetzt vom Licht geht das. Wir haben einmal die 150. Ach, ihr seht es schon, die sind ein bisschen statisch, aber da wissen wir uns ja abzuhelfen. Oder da wissen wir Abhilfe zu schaffen. Dann haben wir die 154. Die 169. Die 211. Die 311, die 317, die 327, die 402, die 498, ein schöner Rotton. Die 500, die 501, super schön, die 517, die
30, die 550, die 581, die 640, die 645, die 747, die 758, die 779, die 780, die 792, die 794, die 799. So schöne Farben. Die 823. Die 827. Die 921. Die 924. Die 930. Die 931. Also ich finde, der Name Plu ist ganz gut gewählt. Die 939. Na, jetzt. Die 945. Die 958, da hat sich ein Roter verirrt. Die 961. Die 966. Die 3011. Die 3021. Die 3072. Die 3328, die 3348, auch ein wunderschönes Grün, die 3713, die 3726, die 3747, die 3750, das ist auch ein super schönes Blau irgendwie, finde ich. Das hier auch. Die 3765. Die 3766. So, dann kommen wir schon zum letzten Stapel. Die 3770. Die 3787. Die 3808, die Farbe ist auch toll. Oh, die auch. Die 3814, oh, ein Gelb. Die 3822, die 3835, die 3846. Die 3853, eine AB, Entschuldigung, und zwar die 554, die lege ich mal extra, oh, das ist auch eine AB, AB-Farbe ist Aurora Borealis, das heißt die Steinchen haben eine Beschichtung, die so im Schema der Nordlichter glänzen soll, je nachdem, wie das Licht auf den Stein fällt. Und das hier ist die 959. Oh, ein Blauton. Das ist die 996. Und jetzt kommen wir zu dem Fairy Dust. Die 902. Fairy Dust übersetzt der Feenstaub. Und die haben so eine super leichte, schöne Beschichtung.
Dann haben wir die 3799. Wow. Ich glaube, die schauen wir uns gleich mal im Schiffchen an. Und mit Fairy Dust die 5200. Also ich glaube, die dunkle Farbe, die schauen wir uns gleich mal in einem Schiffchen an. Denn die sieht ja wirklich klasse aus. Also ich finde, die funkelt toll. So. Ich lege die kurz mal nochmal zurück in die Tüte. Also das sind wirklich super schöne Farben. Und wie gesagt, ich kann verstehen, warum der kleine Blue heißt. Denn es sind schöne Blautöne dabei, viele schöne Blautöne dabei. Und das ist schon super. Na gut, ich habe gerade geguckt, das ist ein Mädchen. Blue. Das Mädchen Blue. Das Einhornmädchen Blue. Ich weiß nicht, für mich war es ein Junge. Ich kann auch sagen, ich habe den einzigsten Jungen. So, fertig. Ui, jetzt rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Eieiei. Na gut, schauen wir uns mal kurz die Fairy Dust Farbe hier an. Wenn sie rauskommt und nicht weghüpft. Ja, ich glaube, das geht. Na? Ein bisschen weniger Schiffchen. Schaut euch das mal an, was die glänzen. Die haben so einen leichten silbernen Bezug, so leichten Staub. Ich weiß gar nicht, ob das ein Bezug ist oder ob das in die Steinchen vorher in diese Förmchen reingemacht wird. Aber wirklich toll. Ich gucke mal gerade, ob ihr so was so vielleicht ein bisschen besser sieht. Ich glaube, so sieht man es besser glitzern. Schaut euch das mal an. Schön. Schöne Farbe. Super. Ja, und die Farben, also die drei Fairy Dust und die drei AB Farben, haben wir hier verteilt. Wir schauen gleich mal, wo sie genau hinkommen. Starten wir mal am besten mit der AB-Farbe. Also die drei Punkte, die 554 in AB. Das sind die drei Punkte und die sind hier. Oh, wie süß, an der Wange ein bisschen, ich zeige es euch gleich näher, hier oben an der Mähne. Und hier auch ein bisschen am Horn. Sind ja auch nur ein paar, 3 Gramm, 3,45. Hier auch an der Mähne. Entschuldigung, hier. So, ich zeige es euch gerade mal ein bisschen dichter. So seht ihr auch immer wieder den Druck. So super schön. Oben an der Mähne und hier außen. Das ist doch wirklich toll eingesetzt und hier oben auch. So wie noch mal ein bisschen am Horn. Das ist doch toll. Das war diese AB. Jetzt haben wir den grünen, die 959. Das ist die 3. Und dies ist einmal hier am Auge oder im Auge drin.
und hier bei dem blaugrünen Verlauf. Also einmal am Auge und hier oben im Verlauf von der Mähne. Und ich glaube hier oben am Horn, ja. Sehr, sehr schön. Dann haben wir unseren blauen AB, den 996. Das ist die 9. Und ich dachte, die wäre hier mit dabei gewesen bei der... schaut mal hier am Auge. Also im Auge hier. Und wo ist noch meine 9? Das sind ja auch wirklich nur ein paar. Schaut mal, da haben wir 1,65. Also es ist wirklich immer nur so ein bisschen. Also hier einmal am Auge oder im Auge ist es. Und dann hier vereinzelt. Sehr schön. Und am Horn auch nochmal. Klasse. Also ich finde, mit den ABs und den Fairy Dust Steinchen so Akzente zu setzen, finde ich super klasse hier in dem Bild. Dann haben wir hier den Fairy Dust, den 902. Das ist unser Zelt. Und der ist einmal hier unten an der Mähne. Genauso wie hier an der Nase, an der Schnauze. Ein bisschen hier an der Wange nochmal, hier an der Seite verteilt, genauso wie hier an der Mähne. Super schön. Also einmal hier an der Nase, an der Wange und dann wieder an der Mähne. Sehr, sehr geil. Entschuldigung. Ganz klasse. Sehr schön eingesetzt. Und am Horn, wie gesagt, so ein bisschen mit drin. Toll. Jetzt bin ich einmal hier auf unserem schwarzen Fairy Dust gespannt. Das ist das kleine A. Und das ist die 3799. Schauen wir mal. Das kleine, schaut mal hier im Auge. Was ist noch? Oh ja, hier oben. Ich würde jetzt sagen, am Wimpernkranz ist es noch. Also einmal hier unten. Und hier oben am Wimpernkranz, aber wirklich immer nur so ein, zwei, genauso wie da an der Mähne. Schaut mal, hier im Hintergrund ist es. Hier und einmal hier. Sehr schön. Hier auch und hier oben. Das kommt bestimmt super gut raus. Also das ist auch sehr schön. Mit im Hintergrund mit drin, diese Farbe. Das ist bestimmt klasse. Und dann haben wir noch unseren weißen Fairy Dust, die 5200. Und das ist unser Haken. So, schauen wir mal. Der ist hier in Huf oder am Huf. Am Lauf von dem Pferd, von dem Einhorn, einmal hier an dem kleinen Schnäuzchen, an der Wange ein bisschen, hier oben auch noch mal und am Ohr. Oh, wie süß! Das ist ja mega süß. Also hier am Lauf, an der Schnauze oben drauf, an der Wange ein bisschen. Und
hier oben am Ohr. Genauso wie hier bei der hellen Mähne. Ganz klasse. Am Horn auch nochmal vereinzelt. Genauso wie hier im Hintergrund. Klasse. Oh, das ist schön. Ja. So schöne Farben. Also, Leute, ich bin mal gespannt, wie sich das paintet. Das macht schon super Eindruck. Und wie gesagt, hier das an der Seite, das Wellige, das legt sich aus. Oder ihr legt was Schweres drauf und dann zieht die sich normalerweise nochmal glatt, die Leinwand. Also das ist kein bleibender Knick sozusagen. Ja. Also schaut euch das Bild mal an. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Mähne so schön rauskommt bei ihr. Schauen wir mal. Was ich ja auch so süß finde, ist hier die Augen. Ich finde, das sieht aus wie so ein kleiner Sternenhimmel. So richtig verträumt ins Endlose. Da bin ich auch mal gespannt, ob die dann so ähnlich werden. Ich meine, genauso wird man das nicht hinkriegen. Aber ob sie ähnlich werden. Ich glaube schon. Ja, in diesem Sinne, schreibt mir mal, ob ihr schon mal bei dem Shop bestellt habt und ob euch das Bildchen gefällt. Es ist mal was anderes. Sehr viel bunter. Und ja, es ist halt ein Einhorn. Ne? Ach, was ich noch gar nicht gesagt habe, die Folie ist super. Ist eine schöne Folie. Knistert zwar ein bisschen, aber das ist nicht störend, aber die fühlt sich sehr gut an. Und was auch toll ist, der Kleberand geht nur so ein kleinen Müh über das Bild hinaus. Also wirklich nur ganz, ganz wenig. Ganz klasse. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen und lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.